Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte mit euch heute die neue Reihe anschauen. Die Vickers-Reihe. Ganz kurz und grob zusammengefasst. Der Neuner ist der stärkste von allen. Hat den Hintergrund, die meiste Munition, selbe Kanone wie der Zehner. Nochmal ein bisschen kleiner. Nicht so mobil, aber trifft auf Achter. Der Zehner ist halt Zehner, ne? Da wird die Kanone... ist immer noch gut. Keine Frage. Aber ja, da fehlt so das bisschen mehr, ne? Ich habe relativ viel Hash dabei. Wir schauen jetzt auch mal direkt in die Runde. Ihr könnt mit der Hash gut arbeiten. Von dem her, ja, würde ich sagen, warum nicht? Mal hier gerade mal 3 XP reintun. Ist halt ein bisschen lahmer als der 9er, aber immer noch mobil genug. Von dem her alles fein. Wovor ich in Acht nehmen müsst, sind irgendwelche YOLO Rushs. Ihr habt halt keine DPM. Also habt schon DPM, aber halt, ja, nicht genügend. Zu klein, ich bin zu klein, ich bin zu klein. Das Thema habt ihr halt die ganze Zeit, ne? Oder sowas. Sowas kommt leider auch mal vor. Und ich kann nicht pennen. Oh, wo kommt denn er her? War jetzt ein bisschen YOLO-Move, aber auch vom Gegner sehr, sehr YOLO. Den kriegen wir raus. Ah. Lass uns mal ganz kurz zugehen. Bringt jetzt nichts, hier irgendwelche riskanten Manöver zu machen, sondern wir spielen das safe. Wir haben immer noch Neuner, die stark sind. Und ich will das da gut ausspielen. Ah ja, kann man drüber fahren mit dem mittlerweile? Okay. Der Schuss trifft, nice. Wir haben zwar einen Panzervorteil, aber ich weiß nicht, was unser Team so macht. Da kriegen wir nochmal einen Schuss rein. Da nochmal ein Schüsschen. Es war ein schlechter Schuss von mir. Aber sollte man theoretisch haben. Ne? Kollegen. Oder auch nicht. Das war schlecht von mir gespielt. Das war schlecht von mir gespielt. Ich dachte, ich komme da durch den Turm durch. Komme ich anscheinend nicht. Wusste ich nicht. Okay, kann passieren. Ich weiß nicht, er hat irgendwie das RNG echt gefressen. Ich würde sagen, wir hüpfen jetzt gleich mal in den Zehner. Fahren wir mal eine Runde 10er, damit man das auch mal als Vergleich sieht. Ihr seid halt im 10er extrem oft gegen starke Panzer gematcht. So, was heißt das Ganze? Ihr seid natürlich dementsprechend schwächer aufgestellt, ne? Klar, gegen 9er alles gut, aber gegen 10er direkt, dann braucht ihr bloß ein noch schwächeres Team vielleicht haben. Dann wird schon schwer tatsächlich, dann wird schon schwer. So. Ich hoffe, dass hier drüben jetzt was mitkommt. Oh Gott. Wir probieren hier schon wieder irgendwelche Rambazamba-Sachen. Haben wir einen Outspotted oder nicht? Ja, doch. Ich kann jetzt hier aber auch nicht vorfahren, ne? Raketen-Johnny steht da. Und, oh ja, das ganze Gegnerteam steht hier. Muss hier dringend weg.
Unser Team steht hinten rum. Ich riskiere da jetzt nichts, ich fahre jetzt zurück. Warum soll ich was riskieren? Wenn mein Team nichts riskiert, dann riskiere ich auch nichts. Sehe ich gar nicht ein. Oh ja, Team, ihr seid richtig, richtig hell, ne? Das ist jetzt schlecht. Wir haben hier einen Panzer weniger schon. Und ich gehe jetzt raus. Oh, GG. Wir stehen hinten rum. Ich stelle mir jetzt komplett zurück. Hoffe einfach, dass sie hier wegkommen. Kann aber auch nichts mehr machen. Keine AP mehr. Und das ist eigentlich das ganz große Übel. Er ist halt extrem teamabhängig. Und zwar noch mehr als sonst schon. Hm. Weiß jetzt auch nicht, was ich groß tun soll. Unten pusht ein Chieftain rum. Ich habe keine AP mehr. Mein Mate hat auch keine AP mehr. Aus Gründen, die ich nicht verstehe. Kann mir jetzt hier hinten hinstellen und gut ist, weil. Aber oh, was will ich machen, ne? Schauen, ob ich aufgehe. Ne. Ah, nochmal ein Schüsschen setzen. Aber mehr kann ich jetzt eigentlich auch nicht tun. Extrem schwer die Situation gerade. Muss da wieder weg. Das Team schmeißt richtig weg. Uiuiui. Überlegen, ey. Das Team will es richtig hart wissen. Eieiei. So kann man Gefecht auch mal wegschmeißen. Ich wusste auch nicht, dass es so hart funktioniert. Ich kann jetzt hier im Endeffekt nur warten und hoffen, dass wir nochmal ein Schuss hinkriegen. Dann nochmal einen Schuss rein und das war's jetzt. Jo, das war's. Schade, ne? Und das seht ihr eigentlich so den Unterschied. Ihr seid im T10 extrem abhängig. Macht das Team nicht mit, könnt eigentlich aussteigen. Es ist ein Met, der halt nicht mitfährt. Ihr seid extrem abhängig von dem Met. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir auch nochmal in den Neuner rein. Ja, von dem her. Schauen wir da mal rein. Wieder 10er-Gefecht. Das ist jetzt nichts Dramatisches, weil. Das hat den ganz einfachen Hintergrund. Wir sind low tier. So. Durch das, dass wir Low-Tier sind, haben wir nicht die Aufgaben, die ein Top-Tier-Light vielleicht hat, ein Top-Tier-Med hat. Sondern wir können uns darauf konzentrieren, was wir machen. Von dem her, oh, wir haben wieder zwei Meds, die nicht gut spielen. Gar nicht gut. Das war jetzt lucky. Ah ja. Oh, wow, wow, das war ein gutes Brett. Hm, kann man noch mal ein Brett austeilen? Steht jetzt 2-0, das ist schon mal gut. Oder voll gepennt oder wie? Nice. Natürlich lucky. So, ich warte jetzt hier mal ganz kurz ab, die sich hier mit den Schüssen ausgetauscht haben. Und die zurückgedrängt sind. Ah, ich gehe da auf. What the f. Das war jetzt irgendwie unlucky, dass ich da aufgehe. Dem hatte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet.
Oh, das Team extrem stark. Sehr, sehr stark. Mal nochmal einen Schuss setzen. Ah, nochmal ein Schuss, nice. Der zielt halt aber immer noch auf uns. Pen reicht definitiv aus, um da Schaden zu machen. Schade, er fährt zurück. Schade, schade, schade. Aber mit dem Neuner kann man definitiv besser Positionen halten, selbst als Low-Tier. Von dem her finde ich den stärker als den Zehner. Boah, ich würde sagen, lassen wir es auch dabei. Team war jetzt echt gut, ne, auf Tier 9. Zehner-Team war extrem schlecht, leider. Ah ja, das haben wir auch noch gewonnen. Ja, krass. Irgendwie war das sehr Banane, das Team. Weißt du, was du da... Nee, es war... Hä? War doch das... Wargaming. Ja, ne? Als 10er Light, ihr könnt noch so viel Schaden machen. Ja, leider ist es halt als Top-Tier häufig so, ihr kriegt sowas ins Team. Im Schnitt 50% unter 50%. Und da macht er halt nichts mehr, ne? Beim 9er könnt ihr schön brav über die Kanone arbeiten, die Mobilität nutzen, die Sichtweite nutzen. Man hat, glaube ich, mal ganz gut gesehen, was er kann, was er nicht kann. Und beim 10er ist es halt, ihr seid Top-Tier immer. Und, schwierig. Schwierig. Schwieriges Umfeld, auch mit den ganzen Sheridans und. Sehe ich jetzt nicht so. Der 8er, keine Ahnung. Aber definitiv der Sweet Spot ist der 9er. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht schauen wir uns dann nochmal genauer den 10er an oder was halt noch so passiert mit der Reihe, ne? Bis dann, tschüss.